Ja, hallo. Mein Name ist Sonja Rastelli und ich unterrichte schon sehr lange Ausdruckstanz. Unter gezielten Anleitungen findest du ganz leicht, spielerisch und kreativ deinen eigenen Tanz während der Stunde, während der Workshops. Apropos spielerisch und kreativ. Als Kinder haben wir uns fast alle einfach so aus uns heraus bewegt. Wir haben getanzt, wir haben uns einfach vorgestellt, wir sind eine Königin und schon wurde ganz einfach der Topf zur Krone umfunktioniert. Die Tischdecke war ein wunderschönes Kleid gewesen. Du hast als Kind gar nicht getanzt. Das macht nichts. Es ist nie zu spät anzufangen. Wir sind ja jetzt im Februar und irgendwie einerseits hat das Jahr ja schon begonnen, andererseits noch nicht. Es ist immer so ein Vor und Zurück. Für mich ist Februar immer so eine Art In-Between. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Weihnachten ist vorbei. Es ist nicht mehr so richtig kalt, aber es ist auch noch kein Frühling. Man weiß es nicht so genau. Und du siehst schon kann auch hier wieder ein kleiner Tanz entstehen, mithilfe des Raums. Raum ist total wichtig im Tanz. Zwischenräume, auch vor und zurück, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wie im neuen Jahr, manchmal gehe ich auf etwas direkt los oder ganz schnell, dann gehe ich wieder zurück oder ich schleiche mich an, je nachdem. Oder Zwischenräume. Wir dürfen ja momentan mit niemandem zusammentanzen oder haben auch gar keinen dafür. Stell dir zum Beispiel vor, stell dir vor, deine Hände tanzen zusammen. Zum Beispiel hier. Und du siehst, was passiert. Hier entsteht ein Zwischenraum jetzt zum Beispiel. Und auch überall im Körper können Zwischenräume entstehen. Oder zwischen den Knien, zwischen den Armen. Oder überhaupt, stell dir vor, der Raum ist ganz weit und groß. Ich weiß ja, wie das ist momentan vorm Computer, 1,5 Meter. Steh einfach auf und stell dir vor, du hast diesen großen Raum zur Verfügung. Mach dich einfach groß, denk an die Ferne vielleicht. Vielleicht ist es auch so eine Sehnsucht, wieder reisen zu können. Und jetzt stell dir einfach vor, wir könnten reisen. Wir haben auch gar kein Gepäck zu schleppen. Wir können vielleicht auch als Vogel so über die Meere oder über die Natur rüberschweben und rüberfliegen oder über die Möbelstücke im Raum. Auch das geht natürlich. Überhaupt, wie viel Raum nehme ich ein für mich auch? Und stell dich manchmal einfach hin vom Computer, stell dich einfach hin, stell dir vor, du hast einen weiten Raum, schau einfach in die Ferne. Es ist auch total wichtig und gut für die Augen. Also du siehst schon, mit Hilfe von Vorstellungskraft, mit Hilfe von Bildern, mit denen ich sehr viel arbeite, kann man ganz einfach Ausdruckstanz ausprobieren und hoffentlich auch bald wieder hier im Lister Tor. Ich freue mich auf dich. Tschüss.